und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ich freue mich, heute ist ein ganz besonderer Tag, ein Tag, auf den viele von euch auch schon gewartet haben und mich lange dafür angebettelt haben, denn heute geht es los mit dem Dumper-Umbau. Hier haben wir die zwei, einmal den bereits umgebauten Prototyp, den kennt ihr schon aus den vorhergehenden Videos, da habe ich euch ein bisschen was gezeigt, und einmal das Schmuckstück, das heute bzw. jetzt in den kommenden Folgen umgebaut wird. Schauen wir uns kurz an, kurzer Überriss, was denn jetzt alles passieren wird. Hier fährt er schon und so soll es dann später mit dem anderen natürlich auch sein. Das heißt, wir bauen einmal die Achsen ein, damit wir fahren können. Dann wisst ihr, die Lenkung selbst rückstellen, damit ich auch geradeaus fahren kann, für jemanden, der das nicht beherrscht, die Mitte wieder zu finden. Und wir haben den Kipper. Diesmal sind die Endabschalter oben und unten gleich mit dabei. Das ist im Endeffekt der ganze Zauber. Was brauchen wir dafür? Ich habe euch mitgebracht einmal wieder Radadapter, die wir einbauen werden. Dann das Easy-Kipp-System mit Endabschaltern, das ist gleich alles mit dabei. Wir haben die Sachen für die Montage der Lenkung, zwei Lenkservos habe ich mit dabei und die 3D-Pendelachse und die Frontachse. Das sind die Bausätze, die wird es dann später auch zu finden geben auf meiner Seite. Stelle ich euch natürlich da auch alles ein. Ich werde es auch unten verlinken, auch die Servos werde ich verlinken und natürlich das Modell selber auch. Damit das Ganze dann so funktioniert wie der Kamerad hier. Ich werde es in einzelne Videos wieder packen, dann kann man sich das als Anleitung eins nach dem anderen auch schön anschauen, je nachdem welches Bauteil man gerade hat. Ansonsten wird es wieder viele Bilder geben, den Baubericht selber natürlich auf meiner Seite. Und genau, der kann dabei weg. Schauen wir mal, nicht, dass ich den vom Tisch fahre. So, und dann holen wir uns dieses Schätzchen hierher. Und ich habe mir gedacht, habe ich bei den anderen nämlich nicht gemacht, diese Folge, eine Folge, in der wir das ganze Ding zerlegen. Denn beim MAN, beim Mercedes, ich habe die Kabine immer drauf gelassen, habe also da nicht viel weiter auseinandergenommen. Beim Dumper müssen wir eigentlich alles mal richtig zerlegen, denn dieses Führerhaus, ich habe das ja in meinem Vorstellungsvideo schon gesagt gehabt, ist ein sehr kompaktes Teil. Wir haben den ganzen Platz da drinnen, den wir auch nutzen wollen, aber dafür muss das ganze Ding einmal komplett zerlegt werden. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Es sind 1000 Klammern und ich habe mir hierfür hergerichtet einen ganzen Haufen Schraubenzieher oder Schraubendreher und so verschiedene Kellen, solche Sachen, dass wir die Nasen offen halten können. Ein paar Nasen können auch gleich ganz weg, das machen wir dann auch. Je nachdem, ich breche mir oft die Finger dabei, schaut vielleicht ganz lustig aus, wenn ihr dabei zuschaut, aber unterm Strich sollte es dann funktionieren. Ich hoffe, dass wir das unbeschadet hinbekommen. Es ist noch keine Routine drin, so viele habe ich noch nicht geöffnet von den Dumpern. Deswegen schauen wir uns das gemeinsam mal an. Und dann seht ihr auch gleich, bevor ihr euren eigenen irgendwo wegschneidet, zersägt oder ähnliches, dürft ihr mir zugucken, wie ich das mache, dann wisst ihr gleich, wie man es vielleicht auch nicht macht oder eben ihr macht es einfach nach. Wir werden auf jeden Fall dahin kommen, wo wir hinwollen. Ja? In diesem Sinne, ich nehme euch wieder zu mir, könnt ihr mir über die Schulter schauen und dann bauen wir den hier mal, zerlegen wir den hier mal in seine Einzelteile. So, dann würde ich sagen, wir legen mal los. Wir machen das relativ einfach. Wir fangen auf jeden Fall mal mit dem Kipper hinten an. Ist einer der größten Teile, damit wir an alles dann später auch hinkommen. Ich fahre hier hinten mit dem Schraubenzieher rein. Hier einfach unten reinfahren. Ist relativ noch der simpelste Part des Ganzen. So, hier können wir rausziehen. Das war auch schon der erste Streich. Nette Info hierzu, das geht nachher auch, wenn die Kippermechanik eingebaut ist. Das heißt, auch später wird das hier alles so geklickt sein.
Und ihr könnt im Endeffekt, wenn mal irgendwo Wartungsarbeiten sind, am Kipper bzw. an der Pendelachse oder ähnlichem, das einfach drauf und weg und hin und her machen. Ja, also da, das geht dann später auch ganz einfach. Wie gesagt, ich versuche das immer so vorsichtig wie möglich zu machen, aber auch ich habe hier schon Sachen zerrissen. Also man weiß nie, was passiert. Ne? Manchmal will es halt gar nicht. So. So, diese Abdeckkappe hier vorne hat hier unten ein paar Haken. Die können wir hier einfach reindrücken. Und wenn wir unten ein bisschen dran ziehen, dann geht das eigentlich auch ganz gut raus. Eindrücken. So, dann kriegen wir dieses Teil hier raus. Und das hier können wir übrigens abnehmen, indem wir das drehen. Hier die zwei Laschen zusammendrücken und geht das hier auf. Nochmal zwei, hier sind nochmal zwei so Laschen drin. Man muss sich immer ein bisschen zusammen gucken, aber irgendwie hat das ja auch mal jemand zusammengesteckt, also wird es auch irgendwie wieder auseinander gehen. Gemeinste daran ist, dass die sich immer wieder einklinken, wenn man nicht aufpasst. Und dann fängt man einfach wieder von vorne an. Hier ebenfalls. Und hier kann man sich dann behelfen, indem man einfach irgendwas, einen zweiten Schraubenzieher oder so mal hineinsteckt, den stecken lässt, der hier das offen hält. Und dann auf der anderen Seite hier die zweite Seite aushebelt. Wenn es denn geht. Jetzt. Hier vorne hat es sich wieder eingehakt, das ist das, was ich gemeint habe. Das passiert mir laufend. Eine Seite raus, dafür sind die anderen Seiten, die man schon geöffnet hat, wieder drinnen. Aber wie gesagt, ist alles nicht so schlimm. Raus. So. Das war der leichte Teil. Kommen wir zum schlimmeren Teil. Das hier öffnen. Hier sind auch ganz viele Nasen. Hier drüben sind welche. Hier. Dann haben wir noch die Leitern hier, dann diese Teile hier, die alle fest sind. Auch die Spiegel haben eine Haltefunktion im Inneren. Das kriegen wir noch nicht raus. Also da müssen wir immer schauen und mit viel Zubehör arbeiten, mit vielen Teilen, die diese Laschen offen halten.
Ne, der will gar nicht. So. Ist übrigens gar nicht so schlimm, wenn da mal was abbricht. Denn wir sind ja Modellbauer, wir können alles wieder zusammenschrauben. Und dann setzt man halt da oder dort mal eine Schraube noch mit nach. Aber, oder man kann die Nasen wieder so hinbiegen, dass sie wieder schließen, wenn man das denn möchte. Schauen wir mal, ob wir das schon aufbekommen. Die Leitern hier kann man so ein bisschen zur Seite klappen. Und die geben dann auch schon ein bisschen was frei. Schauen wir mal. Da unten ist noch einer. Der ist rausgefallen, aber der ist jetzt, passt noch. Hier ist jetzt noch eine Klammer. Was Größeres. Jawohl, es wird schon langsam. Das erste Teil ist schon mal hier raus. Die können wir übrigens auch wegmachen. So. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle wach. Ich zeige euch jetzt, was der letzte Punkt war. Damit ihr die Klammern nochmal genau seht. Das waren die hier hinten. Dann waren hier zwei und hier zwei, das sind diese hier. Dann haben wir hier vorne noch zwei gehabt und jetzt ist so, dass ringsrum hier nochmal mit so ganz kleinen Widerhaken das Ganze eingehakt ist. Sieht man das? Ich schau's. So. Hier. So. Und die haken sich einmal ringsrum ein. Die sind nicht allzu fest, aber man muss sie halt einmal, ich sage jetzt mal, knacken, dann ist das ganze Ding auch offen. So. In dem Zuge sind auch gleich die Spiegel geöffnet. So. Den Teil haben wir. Widmen wir uns dem katastrophalsten aller Öffnungen, nämlich der des oberen Teils zu dem unteren. So, damit ihr den nächsten Abschnitt etwas besser versteht und auch mal seht, was jetzt auf uns zukommt, habe ich mal die ganzen Klammern, die wir öffnen müssen, markiert. Also wir sehen, je Radkasten sind schon mal vier. Hier oben sitzt noch einer drin. Dann haben wir hier die vier Stück, die transparenten, wo die Kabine oben halten, hier sind nochmal zwei an den Außenseiten und hier haben wir nochmal vier. Die müssen wir alle öffnen, sonst geht das Ganze so nicht auf. Ihr werdet euch jetzt wundern, ein paar werde ich gleich wegschneiden oder ein bisschen abbrechen, denn die brauche ich später auch nicht. Ist also dahingehend kein Problem. Wir fangen mal hier oben an.
Hier nehme ich einfach ein bisschen was von der Seite weg, von diesen orangen Dingern. Dann kann ich das aufbiegen und hier das Geländer rausziehen. Hier habe ich das Geländer übrigens weggemacht von der Treppe. Die werden sonst so verbogen. Hier sind die Treppen. Also Nummer 1. Das gleiche auf der anderen Seite. Auf dieser Seite, wir können es auch nur aufbiegen. Ja, ihr müsst jetzt da nichts wegmachen. Aber ja, das Geländer muss auf jeden Fall hinaus. Hier hinten haben wir eine Klammer, die machen wir nachher. Ich kümmere mich jetzt mal um die vier Transparenten hier in der Mitte. 1, 2, 3, 4. So. Bei denen ist immer ein bisschen mehr Vorsicht geboten, denn die gehen ja, wie gesagt, hier durch. Das ein Teil mit der Scheibe hier oben. Und das heißt, wenn ich jetzt hier unten zu viel rumgewalte, kann es natürlich passieren, dass mir die hier einen Riss bis nach oben hin machen. Ich habe nachher nicht mehr vor, das hier einzustecken. Und das ist immer gut, wenn ich das weiß, denn dann kann ich hier das ganze Ding einfach abzwicken. Ich möchte es nachher hier nicht mehr befestigen. Ja, das heißt, ich kann hier wirklich die gelbe Lasche wegschneiden und somit diese Befestigung komplett auslösen. Was mir den späteren Umbau natürlich erleichtert. So. Also ich nehme hier dieses ganze Plättchen raus. Ich zeige es nochmal aus der Nähe, wie das dann hier ausschaut. Hier habe ich das komplett rausgenommen. Auf der Seite muss ich noch. Wie gesagt, etwas mit Vorsicht, damit wir jetzt dieses Transparente doch nicht abbrechen. Ich will nur das Gelbe entfernen. Nicht aber die transparente Scheibe. Ich weiß nicht, wer das mit dem Dremel macht normalerweise oder wie ihr das so macht. Komm, so eigentlich immer ganz gut klar. Vor allem, wenn ich halt mal weiß, okay, die und die brauche ich noch oder diese und jene brauche ich eben nicht mehr. Machen wir mal hier die hier vorderen auf. Die sind auch noch relativ gut zugänglich. Und hier nehmen wir einfach das hier etwas nach oben. Oder drücken es nach innen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Wir müssen nur den hier nach innen drücken können später. Wenn will. So. Diese anderen hier übrigens, wenn wir schon dabei sind, die hier müssen wir nicht öffnen. Das bleibt alles ein Teil hier oben. Ja? Das heißt, wir haben nur einmal hier diesen unteren Rahmen, den wir öffnen müssen. Prinzipiell könnte man die auch rausnehmen, aber ein bisschen Stabilität brauchen wir auch nachher, wenn wir das Ding wieder zusammenbauen. So. Genau, und jetzt können wir nämlich nachher die einfach hier hineindrücken und nach unten hin rauslösen. Kommen wir zu diesen Kameraden hier in der Mitte. Jetzt habe ich überall die grünen Kleber dran. Super. So. Zu diesen zwei. Auch die werden später nicht mehr wieder sich feststecken. Das heißt, ich kann sie aufmachen und kann hier das gelbe Teil entfernen.
So, ja, dann sind die nämlich schon locker. Kommen wir nicht nun zu den noch fester sitzenden Clips. Und die müssen wir jetzt aufmachen und feststecken, dass die offen bleiben. So, der schaut gut aus. Reinstecken. Also wenn es natürlich recht eng ist und ich das Plastik nicht so weit aufkriege, lohnt sich auch hier immer was noch mal reinzustecken, dass diese Nase da, diese gelbe, offen bleibt. So. Und ihr seht schon, da gehen einem schnell mal die Hände aus, deswegen immer ganz praktisch. Das sind übrigens so Sonden oder so, und so ein Restposten. Die sind recht fest und die halten das aus. Ansonsten einfach irgendwelche Schraubenzieher verwenden. Damit geht das auch sehr gut. So, jetzt den noch auf. Falsche Schraubenzieher. So, jetzt haben wir alle offen. Das heißt, hier hinten, den habe ich aufgebogen. Hier steckt was drin. Die habe ich aufgebogen. Die haben wir entfernt. Hier innen drin. Und die hier haben wir schon vorbereitet, damit wir die einfach aufbiegen können. Und jetzt fange ich an, hier nach und nach diese einzelnen Teile zu öffnen. So. Und die gehen nach innen zum Drücken. Und dann sollte das Ganze jetzt eigentlich auch schon einfach aufgehen. So. Schauen wir mal, hier klemmt es noch ein bisschen. Der hier hinten ist noch nicht ganz offen. Jetzt da. So schaut das Ganze jetzt aus. Einmal der untere Part und einmal der obere. Kabine ist heil geblieben. Alles wunderbar. Das passt. Das auch. Das sowieso. So, das war ja auch schon der erste Part für unseren Dumper-Umbau. Hier sind nochmal die ganzen Teile im Überblick. Wir haben also den hinteren Rahmen ausgebaut. Hier hinten ist die hintere originale Achse. Wir haben die Kabine in drei Teile zerlegt. Unterteil, Mittelteil und Deckel. Wir haben natürlich die Mulde abgebaut und hier haben wir jetzt nochmal keine Teile. Das war die Abdeckung von dem Drehgelenk, von dem Knickgelenk, das Knickgelenk. Die beiden Zylinder, die bleiben ja erhalten. Die Attrappezylinder vom Knickgelenk und die beiden Spiegel. Was wir jetzt weitermachen, seht ihr dann im nächsten Video. Wir werden vermutlich mit den Radadaptern anfangen. Denn wir müssen die Achsen sowieso zerlegen und die Räder befreien. Das heißt, als nächstes werden wir entweder die Radadapter machen oder gleich die Achsen einbauen
Weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir beides in einem Rutsch, je nachdem, wie gut es funktioniert. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Abonniert meinen Kanal. Ich verlinke wieder alles unten dran, auch meine Seite, auch den Baubericht, wo ihr das ganze Zeug dann auch findet. Schaltet wieder ein, wenn Fragen sind oder ihr Anregungen habt, einfach melden. Bis bald!